Hallo zusammen, es ist wieder mal Freitag, die Wochen gehen immer schneller rum, bald haben wir wirklich Weihnachten. Mein Name ist Christian Schlegel, heute hier und jetzt ist der 11. September und wir haben 17.32 Uhr, wenn ich diesen Film starte. Und beim DAX werden gerade eben die Schlusskurse gerechnet, deswegen war ich so frech und habe einfach mal mitten in die Schlussauktion rein diesen Film jetzt hier gelegt, den ich jetzt hier mache. Wo bleibt der Ausbruch? Es ist, man kann nicht sagen, es ist langweilig, aber eine Richtung wäre mal wieder ganz schön. Wir haben nächste Woche großen Verfall. Im Prinzip haben die großen Verfälle, wir hatten hier einen im April und wir hatten einen im Juni, die haben ihren Schrecken verloren. Das ist also immer das Wort Hexensabbat, ja meine Güte. Das war früher mal ganz wild, aber eigentlich hat es den Schrecken verloren. Die Positionen werden meistens frühzeitig gehedged seitens der institutionellen Teilnehmer. Von daher, also das Ding macht mir keinen Kopf mehr. Ich warne allerdings vor einem, ich kriege das immer wieder mit. Es ist falsch, meines Erachtens völlig falsch, das Open Interest der Eurex irgendwie da ins Kalkül zu ziehen, wenn da viele Optionen, sei das Calls, sei das Puts, offen sind. Die Optionen oder vielmehr die Anzahl der Optionen an der Eurex ist ein kleiner Anteil des Gesamtmarktes. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, da mag man mich jetzt gerne korrigieren, ist, dass wir, ich glaube, 2,5 Millionen gelistete Derivate in Deutschland haben. Optionsscheine, Zertifikate, Faktors, wie das Zeug alles heißt. Und die Eurex dürfte so, auch hier kann man mich korrigieren, bei ungefähr 550.000, 600.000 liegen. Vielleicht sind es 100.000 mehr oder weniger. Und nur auf die Eurex zu schauen, das kann ins Auge gehen. Also ich würde es nicht machen. Schauen Sie sich das mal an, aber danach handeln auf gar keinen Fall. Wir haben eine relativ hohe Volatilität. Der VDAX New steht bei 25, das ist aber auch gerechtfertigt. 16er Volatilität entspricht 1% Bewegung und wir sind so im Schnitt bei 1,5%. Also kommt es gut hin mit den 25. Wir sind höher als der Jahresdurchschnitt über die letzten Jahre. Ich glaube auch nicht, dass das runterkommt, denn immer wieder, wir haben bald die Wahl vor uns in Amerika. Ich würde mich sehr wundern, wenn die runterkommt. Also zumindest nicht nennenswert. Vielleicht mal auf 23, aber letztendlich denke ich, dass wir zwischen 27 und 29 am Anfang November stehen werden. Für jene von euch, die sich mit Optionen und deren Strategien beschäftigen. Gucken wir uns mal den Freund hier an. Für Daytrader ist das eine schöne Geschichte, für Endanleger eher langweilig. Jetzt kommt es hinzu, dass aufgrund der, sagen wir mal, relativ geringen Schwankungsbreite von den 150, 180 Punkten am Tag, das Überlebensheil gesucht wird in den Einzelwerten. Auf einmal steigt eine Commerzbank an einem Tag 10%, um dann mehr oder weniger wieder da zu sein, wo sie waren nach zwei Tagen. Das ist schon erstaunlich. Also ich weiß nicht, das ist manchmal wie ein Flummi im Kasten. Den können sie nicht greifen. Ganz, ganz schwierig. Ist mir diese Woche auch passiert. Ich war ganz glücklich, als die Commerzbank hatte und dann ging es auch hoch. Die Optionen waren gleich mal 15-20% höher und zwei Stunden später waren die plus minus null. Passiert mir also auch, darf man sich nicht wundern, gehört dazu. Also, der DAX. Die Bänder sind ganz leicht aufgegangen, haben keine echte Aussagekraft hier. Das obere liegt bei 13.326 und das untere ist bei 12.732. Verbindet sich hier nochmal mit diesem Low vom 4.9. Deswegen, das untere hat da einen weiteren Chartpunkt dazu bekommen. Das sind also schon zwei Interessensgruppen, die sich da treffen. Tja, es ist nicht einfach. Nach wie vor können Sie das MACD, also zumindest im Index, gar nicht benutzen. Da ist nichts. Das ist die Seitwärtsphase, ist auch historisch gesehen sehr lange. Und solange die sich nicht ändert, solange da kein Ausbruch ist, Sie sehen es hier in dieser schraffierten Linie, das ist die Chart Range und hier natürlich die Bänder, das ist dann das erste Warnsignal. Solange sich da nichts ändert, können Sie den MACD auch getrost in den Herz kicken. Sie werden hier rein, raus gelassen. Ich behaupte nach wie vor, oder vielmehr, ich glaube sogar, ich kann Ihnen das beweisen, wenn Sie auf die traditionelle Sichtweise gehen. Und jedes Mal handeln, wenn die andere Linie nach oben oder unten schneidet, ist Ihr Depot, und nur das machen, nichts anderes, ist Ihr Depot nach 18 Monaten auf Null. Weil eben diese Seitwärtsphasen, für das ist dieser Indikator nicht geeignet. Da müssen Sie auf dem Oszillator ausweichen, da haben Sie auch definitiv mehr Spaß. Der ist nach oben gerichtet, der ist durchaus positiv, aber es ist kein frisches, neues, heißes Signal, das ist mehr so ein, naja, gehen wir halt mal ein bisschen hoch Ding.
Mehr ist das nicht. Das heißt, ich würde mich da auch momentan nicht drauf verlassen. Ich habe heute Morgen einen Film gemacht über Bayer, steht auf YouTube. Da sehen Sie eine Stochastik, die also wirklich am Boden kriecht, auf Wochensicht. Das ist auch noch kein Kaufsignal, aber da wird es jetzt richtig spannend. Ich habe mir Mühe gegeben bei dem Film, ich habe versucht, das gut zu erklären. Schauen Sie sich das mal an, YouTube Bayer. So, also von den Bändern her kein Signal, von der Range kein Signal. Die obere Ecke ist 13.483 und die untere, so wie ich sie ziehe, liegt zusammen mit der 200-Tage-Linie bei 12.228. MACD kein Signal, Stochastik leicht positiv. Der Markt hat etwas mehr Chance als Risiko, solange übers Wochenende nicht irgendein lustiger Politiker wieder irgendeinen Spruch rauslässt, ist das tendenziell ein geringer Long, sagen wir es mal so, 55 zu 45 Chance nach oben. Ich gehe näher ran mit den Scheinen. Und zwar habe ich hier eine Basis bei den Calls ausgesucht, 12.536, da sind wir hier. Also hier ist 12.630 und wir sind dann ungefähr 100 Punkte drunter, dass sie genügend Zeit haben, um sich da noch auszustoppen. Dieser Schein ist für mich nah genug dran, um zu partizipieren, wenn wir wirklich, was auch immer die Nachricht sein wird, die 13.483 nach oben rausnehmen. So, wenn ich das hier richtig sehe, schließt der DAX bei 13.202,84. Ja, leicht, minimal im Minus, aber wirklich nur minimal. Ich finde es erstaunlich, muss ganz klar sagen, wie der DAX hier liegt vor dem Hintergrund der Kurskapriolen, die der Nasdaq momentan macht. Finde ich gut. Also der schlägt sich echt tapfer, der hat sich hier auch vom Dow schön losgelöst. Das mag ich gerne sehen. Ich habe auch den Eindruck, dass immer wieder reingefixt wird, so nach dem Motto, naja, das muss doch irgendwann runterkommen. Gefährlich. Aber ich habe noch kein Kaufsignal, um mir zu sagen, so die Hütte long gehen. Das ist nicht der Fall. Dieser 12.536er K.O. Call ist von Goldman ein Open-End-Schein und der hat die Kennnummer GF0547. Jetzt schauen wir mal nach dem Put. Ich würde den Put auch relativ nah hier dran legen. So ungefähr hinter dem letzten Hoch. So was wie 200, maximal 300 Punkte. Da sind wir also hier. Gehe ich ein bisschen mit dem Hebel hoch. Das passt ganz gut. Mit 12.832,77 momentan. Das ist ein 22er Hebel, auch ein Open-End-Schein. Der hat die Kennnummer GL1488. Der kommt allerdings bei mir erst dann in Betracht, wenn wir das zweite, nicht das erste Zwischentief, sondern das zweite Zwischentief mit Schlusskurs unterbieten. Und da haben wir noch einen Heidenplatz. Ich sehe momentan noch kein neues All-Time-High oder Jahreshoch oder All-Time-High. Ich sehe es noch nicht. Aber tatsächlich, so wie der sich hält, finde ich das gar nicht so verkehrt und haben so keine Angst vorm großen Verfall. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.